Ich werde über das Thema Toleranz referieren. Wie es gerade gesagt worden, nicht eine halbe Stunde. Ich glaube, die meisten werden relativ bald gehen heute. Aber aufgrund, dass dieses Thema in sehr massivem Ausmaß überstrapaziert wird, vor allem über die Medien und die Menschen praktisch mit Toleranz erschlagen werden von oben herab. Ja, also das Thema Toleranz Respekt und womöglich auch Liebe und so weiter, also gegenseitige Achtung, wird von oben herab diktiert und das geht natürlich erkennbar in die falsche Richtung. Bitte? Bitte, was ist da gesagt worden? Danke, weiter. Ja, also ich wurde da kurz unterbrochen, ich weiß auch nicht, um was es dem Herrn ging. Ja. Ich werde jetzt ganz kurz rezitieren, zwei Passagen und dann aus einem Zeitungsartikel, der mir vor zwei Tagen untergekommen ist, von einem sogenannten Leitmedium, das selber jetzt auch schon sehr Hellhörigkeit geworden ist, der Propaganda gegenüber, die sich auch selbst verbreitet. Ja? Dass Toleranz ein Instrument ist, das der Rücksichtslosigkeit den Weg ebnet, dass es die Stärkeren von den Schwächeren schützt und nicht umgekehrt, ist eine Erfahrung, die man inzwischen täglich machen kann. Ja, das ist das eine. Missbrauch. Ja, also es geht natürlich um Toleranz, Missbrauch, um die Menschen zu beherrschen, also zu spalten und in Stress zu setzen und letzten Endes zu beherrschen über Manipulation. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der hier im Lande oder in ganz Europa mit der sogenannten Toleranz niedergeschüttet wird. Weiteres, Toleranz bedeutet wörtlich dulden, gewähren lassen. Wer die Güte hat, jemanden zu tolerieren, hat auch die Macht, ihn zu vernichten, wenn er es sich anders überlegt hat. Das Wort ist positiv besetzt, hat aber eine fragwürdige Bedeutung. Ja, es beinhaltet keinen Anspruch. Ja, und jetzt möchte ich kurz aus einem Artikel vorlesen, der vor zwei Tagen, den vor zwei Tagen die Chefredakteurin vom Kurier, die auch Geschäftsführerin ist, geschrieben hat. Und die sind selber, also auch der Kurier wie alle Leitmedien, auf dem Zug der Toleranz massiv aufgesprungen. Und jetzt melden sich auch bei verschiedensten Journalisten, die in Leitmedien schreiben, immer mehr Zweifel und die bringen sie, also die machen sie auch kund. Und das kann Hoffnung geben, um aus dieser Manipulation herauszukommen. Also wo, wenn man bedenkt, und sie schreibt, Martina Salomon vor zwei Tagen, wie man mit Neusprech, also George Orwellschen Neusprech, moralisiert und verschleiert. Ja, also wenn mittlerweile das den Leitmedien auch schon auffällt. Ja, also es gibt immer wieder auch Kritiken, also von Journalisten in Leitmedien, aber dass das jetzt eine Chefredakteurin so direkt massiv aufgenommen hat und dort mit dem Gegenkurs zu dem fährt, was man uns da mit einer Conquita Wurst eingebrockt hat, nicht? Weil der Song Contest übrigens reine Manipulation und ein reines Machtinstrument der Eliten ist. Aber das wissen ja viele nicht, auch ein Bereicherungsinstrument. Aber ich werde jetzt mal kurz vorlesen, was die Frau Martina Salomon dazu sagt. Sprache wurde immer für Ideologie benutzt und sagt viel über den Zustand einer Gesellschaft aus. Hierzulande lassen sich zunehmend Verpädagogisierungs- und Verschleierungstendenzen in der Sprache beobachten. Die Betulichkeitsindustrie hat Spuren hinterlassen und die Pirouetten, die wir schlagen, um Frauen oder... Und die Pirouetten, die wir schlagen, um Frauen oder andere Ethnien nicht zu diskriminieren, nehmen manchmal durchaus lächerliche Formen an. So ist es zwar wirklich vernünftig, nicht nur über Chefs zu reden
und zu schreiben. Und um nicht das Klischee reiner Männerriegen weiter zu verfestigen. Aber wenn fortschrittliche Menschen, besonders aus diversen Bildungs- Podiumsdiskussionen, unentwegt das Binnen-I verlautlichen und damit nur mehr die weibliche Form verwenden, ist in der Sprache auch der Wurm drin. Ja? Also das ist ja schon sehr massiv. Das Normungsinstitut Austrian Standards hat sich übrigens diese Woche nach überaus heftigen Debatten entschlossen, keine Empfehlung für das Binnen-I herauszugeben. Geschlechtssensible, ja, das ist zu beklatschen, will ich auch sagen, ja. Geschlechtssensible Sprache ist kein Fall für die Ö-Norm. Darüber darf man erleichtert sein. Die Neos hingegen schwimmen auf dieser Welle ganz vorne mit. Sie luden am Donnerstag zur Konferenz über Geschlechterdemokratisierung in liberalen Parteien. Unübertroffen im Gleichstellungsquarksprech. Ja, also nicht zu vergessen, das ist ein Neusprech, das Toleranzthema im Sinne George Orwells. Quarksprech ist allerdings die Hochschülerschaft an der Uni Wien. Ja, die ÖH. Dort ist man auch Meister des Unterstrichs. Studentinnen, damit werden beide Geschlechter gleichberechtigt angesprochen. Binnen-I gilt in solchen Kreisen als frauenfeindliches Phallus-Symbol. Kein Scherz. Interessanterweise bietet die ÖH in ihren Newsletter wörtlich auf Folgendes an. Kostenlose Workshops und Fortbildungen für Frauen und trans identifizierte Menschen. Die Männer sind irgendwie verloren gegangen, obwohl in der ÖH partizipiert wird, was das Zeug hält. Also wir haben mittlerweile, das wird ja doch, das erkennen ja immer mehr, auch der Andreas Popp oder auch die Eva Herrmann in der Wissensmanufaktur, unter anderem, oder der Michael Friedrich Vogt unter anderem, haben das schon zur Sprache gebracht, oder sogenannte Bindungsforscher, also in der Bindungsforschung tätige, dass mittlerweile die Männer, also oder das männliche Geschlecht, also massiv, ja, man kann sagen, übergangen, unterdrückt wird, etc. Ja, eine Minute noch, ja. Ja gut, aber ich werde es jetzt nicht ganz fertig lesen, ich könnte noch einiges dazu sagen. Ich wollte es einmal grundsätzlich angesprochen haben und dass auch durchaus die Möglichkeit besteht, dass also in den Leitmedien ein Umschwenken einsetzt, obwohl sie natürlich von den Eliten praktisch mehr oder minder über die Banken, über das Bankensystem gesteuert werden. Nicht? Also Kurier über Raiffeisen, weiß jeder. Ich habe es auch schon gesagt, das Raiffeisen Hauptgebäude ist ein paar Meter jetzt daneben. Also, aber sie ist Chefredakteurin und ist von ihrer Linie deutlicher abgefahren, weil auch der Kurier hat den Neusprech im George Orwellschen Sinn ja massiv bedient. Ich hoffe, man kann da eine Wende durchschlagen und ich werde das in den nächsten Tagen und Wochen auch auf den Universitäten also massiv angehen, also dass man gegen das Neusprech etwas unternimmt und auch Professoren und verschiedenste Referenten, die von großen Konzernen geschickt werden und so weiter, dass man denen ein bisschen auch mächtig in die Parade fährt und nicht also das Meinungshoheitsrecht so einfach dumm und dreckig überlässt. Ja? Also so würde ich das sagen. Ja? Okay, das war es jetzt einmal fürs erste Mal. Gell? Okay.